Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Together. Wir spielen, also der Jake ist auch wieder dabei. Und wir spielen mal endlich wieder weiter das Sparta gegen Seleukidenreich. Und wir sind auch dran. Und wir mussten, also Jake und ich mussten ein bisschen länger schauen, was wir jetzt eigentlich überhaupt gemacht haben. Weil es eben so lange her ist. Ein Vierteljahr oder so, glaube ich. Ja, ich glaube es, ich weiß nicht, ob es vor den Sommerferien war oder nach, danach oder so. Keine Ahnung. Aber es war davor. Ja. Naja, gut. Auf jeden Fall wird jetzt wieder ein bisschen mehr kommen, hoffe ich. So. Der da bekommt natürlich nochmal ein Level up. Wo wollte ich mit denen eigentlich hin? Der ist in Gewaltmarsch. Da ist eine Armee, da sind zwei Armeen. Mit denen wollte ich nicht rüber. Nee, komm. Ich hätte mir vielleicht die letzte Folge nochmal anschauen sollen. Und schauen sollen, was ich überhaupt hier mache. Gut, dann werde ich mal hier alles aufbauen. Upgraden, upgraden, upgraden. Ah, schon wieder kein Gold. Ah, deswegen habe ich die nicht abgegradet. Haha. Ich bin so Verwinder von Makedonien und Rom. Da habe ich endlos Geld. Gut, ich würde sagen, ich bin fertig. Ah, meine Spionin, die nicht in deiner Base ist. Die muss ich mal da weg tun. So. Ah, die geht runter. Das ist welche gut. Von meinen Basen meinst du? Ich bin Sparta, ich habe nur Kriegsbasen. Touché. So. Ah, stimmt, die sind ja da oben. Das wurde wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Ein Abgeordneter von Seleukiden in Britannien. Gut möglich, ja. Ah, schön. So, Herakles, wo bist du? Da bist du. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Du bleibst da. Gut. Und du bist dran. So. Also, ihr seid noch vor Sezession oder Bürgerkrieg geschützt. Dieser Schutz verfällt in 3 Runden. Sklavenaufstände. In Athen. Papiermeisterbericht, Ewigkeiten, viel Einheiten. Und ich überlege gerade, ob ich ganz dreist sein soll und Rom angreifen. Rom? Bist du dir sicher? Die sind ziemlich groß. Ja, groß schon. Wo ist eigentlich meine Spionin? Hatte ich nicht mal irgendwie auch sowas wie Spionin? Ah, die chillt da oben. Schön, komm mal hier runter. Komm mal hier runter. Oh Mann, das war doch das Let's Play, wo ich so mit der arvenischen Königin so geflirtet habe, oder? Ja, genau. Genau. Die habe ich total gepusht, jetzt sind die total groß. Voll lustig. Oh Mann. Ah, stimmt, und dann habe ich mir eine neue gesucht, weil da plötzlich ein König war. Erinnerst du dich noch an meine Agenten, oder? Die unfähig sind wie... Ach so, ja. Soll ich Siedlungssabotage machen und die Blöde kriegt nicht mal das hin, ey. Das ist unfassbar. Mm. So, ist jetzt die Überlegung, soll ich Rom den Krieg erklären oder nicht? Also, ich würde ehrlich gesagt erstmal Griechenland vollständig, also das heißt noch Thrakia übernehmen, weil dann hast du eine richtig gute Base. Und
Ja, dann hast du schon automatisch. Ja, wobei Illyria ist auch eine Provinz. Rom wird mich dann, hoffe ich, Quatsch nach Namen. Unerlaubtes Betreten. Wir haben da schon nichts dagegen. Ja, nee. Wenn doch, dann werden sie nicht so. Altmarschstellung rausgehen. Dann bin ich auch schon durch. Oh, sauber. Hey, jetzt. Nehmt diesen Zuschuss an. Nö, nehme ich nicht an. Ich mache euch fertig. Wollte der Frieden jetzt, oder? Ja, die wollten Frieden. Die wollten mir sogar was geben. Aber nö. Ich bin jetzt gerade mit meiner Armee aus Epidamnus raus stolz. Und jetzt sehe ich da schon ein Schiff von Syrakus. Und eine Armee oben bei Delminium. Von Syrakus, echt? Ja. Ha. Huh. Gut, keine Ahnung, was das für ein Wort ist. Oikonomika. Naja, ja. Okay. Denker haben oft versucht, die Verwaltung des Staates und des Selbst zu organisieren. Und das selbst zu organisieren. Ja, okay. Wie zum Beispiel in den Werken Xenophon und Aristoteles. Aber was haltet ihr für wichtig? Entweder Landwirtschaft, Gemeinschaft und Regierung, Sklaverei und Bildung und Fortschritt. Das ist gerade eine gute Frage. Also Landwirtschaft, also Wohlstand ist immer gut, das gibt einem natürlich immer Geld, aber Nahrung habe ich gerade genug, deswegen werde ich auf Bildung und Fortschritt gehen. Feind verwundet. Warum? Ich habe doch gar nichts getan, der ist einfach umgefallen. Gut, der plündert hier, das will ich nicht. Ja, natürlich geht er wieder weg, aber ich verfolge ihn. Genau, das mache ich automatisch. Alles klar. Wäre das sinnvoll. Ja. Oh, Fraktion vernichtet. Ich schlage ihn da. So, dann reite ich wieder zurück. Mit denen reite ich mal Richtung Norden. Weil ich weiß nicht, was hier Galatien noch alles vorhat. Das gefällt mir da. Satanische. Ah, ja. So, die gehen nach da. Schon lustig, wenn man überlegt, dass ich in dem Singleplayer-Spielchen, den ich auch seit keine Ahnung geführt habe, nur noch, also in meinen Armeen eigentlich nur noch die Königlichen drin habe. Ja, naja. Ist auch total lustig, in den, hier mache ich noch das, in der Beschreibung für Sparta steht ja eigentlich ziemlich viel Unsinn drin. Weil, kommt auch in mein Sparta-Let's Play, weil die waren überhaupt keine guten Krieger. Also die waren nicht für die guten Krieger bekannt, sondern für ihre Frauen. Und die haben halt extrem gute Propaganda gemacht. Und das war eigentlich ihre ihr Hauptschutzschild. Also, weil niemand hatte sich getraut, die anzugreifen, weil sie ja so gute Krieger sind. Aber auch wenn die letztendlich trotzdem ziemlich kranke Truppen hatten. Ja, die hatten gute Truppen, aber das Problem bei denen war einfach, dass sie nie vollständig ausrücken konnten, weil immer circa die Hälfte oder drei Viertel von der Armee musste immer zu Hause bleiben und die Sklaven in Schacht halten.
Ja, gut, das stimmt. Ja. Aber naja, das kommt alles in Let's Play dran. Jetzt einschalten. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen runterpegeln, weil du übersteuerst, wenn du lachst, übersteuerst du bei mir. Ah, sorry. Alles gut. Verbiete die ab jetzt einfach zu. So. Dann schaue ich mal, wie meine Diplomatie. Oh, Rom gefällt mir oder findet mich toll. Willkommen, willkommen, mein Freund. Ich werde euch Gehör schenken und die Worte des Volkes sprechen. Die finden mich richtig cool. Ja, okay. Rhodos ist mein militärischer Verbündeter. Persien ist mein Klientel. Oder Satrapie. Du bist neutral. Dich hau ich mal. Was, ich? Ja, ja. Seltsam. Ach, krass. Kannst du dich noch erinnern? Das ist ja auch ewig her. Kappadokien ist ja über mir und ist nur ein, hat nur eine Stadt. Und die wollte ich ja die ganze Zeit nicht angreifen, weil die so nett zu mir waren. Und die mögen mich aber jetzt irgendwie nicht mehr ganz so doll. Und ja, und die haben Eisen. Das Problem ist, die haben nur eine Stadt, aber da stehen vier Armeen drin. Und zwei Fullstack-Armeen. Tja. Komm, nimmst du einfach deine 7 Armeen und dann... Ja, ich bin gerade noch mit Kusch unterwegs. Aber die 501. Geht schon mal Richtung Kappadokien. Kappadokien. Auf jeden Fall, wenn wir das spielen, das wird dann enorm... Also, da müssen wir wieder enorm gut drin sein, weil... 2 Fullstack-Armeen plus noch 2 Unterstützungsarmeen. Wenn jeder eben 4 Armeen spielt, das ist halt, ja. Ja, da können wir dann zu zweit gegen Computer mal spielen oder so. Ah, stimmt, ja, stimmt, das können wir mal machen. Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Bis jetzt war immer so, entweder habe ich gegen dich gespielt oder ich gegen den Computer oder gegen mich oder... Ja, wir wir haben ja nie zusammen gespielt. Aber dass wir mal zusammen irgendwo am Fighten waren, das hatten wir noch nicht. Ja. Naja, es ist halt auch ein Let's Play Against, also. Aber eigentlich, ja, aber ich meine, bis jetzt sind wir ja noch ziemlich verbündet, so, bis auf die Tatsache, dass du mit deinen blöden Attentätern in meinem Gebiet rumschleichst und meine Kinder ermordest. Gar nicht wahr. Das habe ich echt nicht gemacht. Ja, ja, ja. Ey, ich hab den Videobeweis. Tja, dagegen kannst du jetzt nichts sagen. Du musst alles was sagen, Tobi. Ob ich du könntest recht ja auch mal das Let's Play schauen. So. Schrein des Ares. Wer im Krieg Erfolg haben will, tut gut daran, Ares zu ehren. Aha. Finde ich nein. Der Krieg erklärt. Dann neue Armee. Was dürfen wir erst machen? In Gewaltmarsch und Beine in die Hand nehmen. Dann den gehe ich aus Apollonia raus und Damnos, weil mir das überhaupt nicht gefällt, dass hier der da... Okay, die... Aber, ey. Und ich hatte recht hier, von Navisos, da die Fraktion hat sich überhaupt nicht gemeldet. Oh. Alter. Minus 19 und dann... auch noch minus 14. Minus 99 und dann auch noch minus 14. Okay, krass. So, dann gehen wir da mal rein. Werden wir den Krieg, den Arschgeigen. Eieiei. Phyllis! Hau weg! Hau weg, die Scheiße. Der hat sowieso mit... Oh,
Ja, das kann man automatisch. Ah, naja, er hat eigentlich noch eine Chance. Ja? Herakles Faust ist eine Stufe aufgestiegen. Ah nee, nur der. Ah nee, schon die ganze. Er hat jetzt Handschuhe bekommen. Okay. Hat lange gedauert. Oh. Oh. Wo wir gerade von Faust sprechen, da ist so ein Bild mit einer Faust drauf und es gibt plus 6% Bewegungsreichweite auf der Karte und plus 4% Angriffsbonus für alle Einheiten. Ja, klingt doch schon mal gut. Hau rein, die Faust. So. Und dann muss ich hier noch ein bisschen machen. Okay. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, was ist das? Kohle? Also Moneten oder Nein, nein. Ich glaube, die so ein kleiner oder Blei könnte es auch sein. Ich weiß ja, es leider nicht. das ist Blei. Gut, dass du es siehst. Nee, aber Kohle gibt's hier nicht. Dann bin ich fertig. Oh, was ist das? Ah, Geld. Oh Mann. Roma Invicta. Ja, warte, wo ist denn Karthago noch? Ich dachte, Rom hätte das. Nehmt diesen Zuschuss an. Nein. Auch wenn ihr mir 5000 gebt. Okay, so viel haben die wahrscheinlich nicht. Ja, das hält mich ja nur auf hier. Oha! Oha! Was denn? Ganz schön frech. Der Typi da, den ich gerade den Krieg erklärt habe, latscht hier gerade mit einer Armee vor Pella. Oha. Frech, frech, frech. Ah, verdammt. Meine Spionin bei dir ist gestorben. Aber ich Oh, was wollte uns Trauriges. so viel rumgeschickt hier. Oh, was Trauriges. Nein, das ist ja schrecklich. Naja, dann mache ich mal eine neue. So. Warte, du gehst jetzt. Warte mal. Ach, du bist Level up von rumstehen. Das ist ja toll. Das ist ja sehr schön. Ja. Das mache ich auch automatisch. Also, aber er hat Schuss. Du hast mit einer Full Stack Up mir meine ganzen Elefanten nicht aufhalten können. Ah, Auch wenn ich mich dazu gegeben ziemlich blöd angestellt habe. ja, aber ich auch. Also, Ja, gut. das war. Aber du musst dich blöd anstellen, damit es, wenn ich mich richtig gut stelle, fair ist. Ach so. Ja, wobei bei der letzten Schlacht war es sehr krass ausgeglichen. Also, bei der, wo wir für das Tutorial gekämpft haben. Ach so, ja, stimmt. Das war krass. Obwohl das natürlich auch ein bisschen glücklich war. Ja, So, naja, aber. also meine Einheiten da am Ende, die, keine Ahnung, ich glaube, 5 Stufen aufgestiegen sind in der einen Situation. Ja. Das mache ich auch automatisch. Habe ich gesehen. Gut. Da. Ja, was.
Aber war super interessant, also komplett Ja. gleiche Komplett Armeen auch. gleiche Armee. So, und dann aber halt so, keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr, was eigentlich der Auslöser dafür war, dass ich dann gewonnen habe. Der Auslöser war, dass also ich habe mich ja kompakt aufgestellt und du dich breit. Und dein Vorteil war eben, dass deine Einheiten weniger gelaufen sind dann. Und Ja, gut, dann stimmt. war, also am Schluss waren ja 6 von meinen Einheiten gegen 3 von dir, also beziehungsweise eine volle und 2 fast tote. Und die volle war noch frisch und meine alle waren komplett erschöpft. Ja. Und deswegen hat deine halt meine ein bisschen rasiert. So. Dann fahre ich mal nach da oben. Du kommst mal jetzt, weiß ich nicht, wo, was will ich mit dir machen? Ah, fahr mal nach da, schau dir mal das an. Wo sind meine Spione jetzt? Ah, da unten, genau. Ich wollte sehen, was Kusch noch so hat. Aber sieht gerade aus, als hätte der gar nichts mehr. Was natürlich sehr schade ist. Wo ist die 500 erste? 500 erste? Ah, da. Wolfpack, ruhen sich noch ein bisschen aus. Warte, die kann ich in Ruhestand schicken. So. Und dann nächste Runde werde ich hier noch ein paar Pferde bauen. Weil dann habe ich die Stelle. Genau. So, du bist auch befördert worden. Wieso habe ich das denn gemacht? Das ist voll blöd. Achso, wahrscheinlich wegen der Erfolgswahrscheinlichkeit gegen feindliche Agenten. Wahrscheinlich hat er mir die irgendwie nicht so getaugt. Gut, ich kann eigentlich jetzt auch nichts mehr machen, weil der ist im Gewaltmarsch, der kann nichts rekrutieren. Du kannst noch was rekrutieren. Persische Hopliten sind ja ein bisschen gaga. Dann nehme ich mir mal nochmal Pikeniere. So. Du bist gegangen, du bist gegangen, du bist gegangen, du bist gegangen, du bist gegangen. Du rekrutierst nächste Runde, du kannst nicht. Gut. Ist gerade ein bisschen unspektakulär, aber naja. Das wird dann schon noch. Ich kann nicht. Ach, warte, wir haben schon wieder Folge vorbei. Ja, und machen wir seit neuem nach jeder Folge die Abmod oder was? Ach so. Ja. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du das mittlerweile machst. Ich glaube, davor haben wir ganz oft einfach Ewigkeiten lang aufgenommen und dann irgendwann so, okay, ich glaube, jetzt ungefähr könnte es sein. Aber ja, okay. Ja, naja, in die letzten Folgen haben wir es eigentlich immer gemacht, glaube ich. Stimmt, ist auch egal. Auf geht's. Okay. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Und nächstes Mal gibt es eine fette Schlacht. Ich weiß noch nicht wo, aber es wird sie geben. Bye. Garantiert. Wiedersehen. Gut.